Hör mir mal zu. Hör bitte auf, mit dem Finger zu wuchteln. Du hast mir gar nichts zu sagen, verstehst du? Oh. Ich hab dich gewarnt. Du willst mein Geld nicht und klaust mir mein Tablet? Ich wollte nur nicht deine Drecksarbeit machen. Ich hatte Schulden zu bezahlen. Da ist eine lebenswichtige Präsentation drauf. Keine Präsentation auf der Welt ist lebenswichtig. Doch, die schon. Gott, die Businessleute, ihr macht immer nur Stress, Karriere und Geld. Und abends kehrt ihr dann in eure gentrifizierte Loftwohnung zurück, um noch ein Vino auf euer ach so trauriges Leben zu trinken. Erstens habe ich keine gentrifizierte Loftwohnung. Und zweitens ist mein Leben nicht traurig. Deswegen hast du ja auch Stressfalten. Ich habe keine Stressfalten. Also die da oben, die kommen sicher nicht vom Lachen. Vielleicht sind es aber auch die Wechseljahre. Die Wechseljahre? Hör zu, ich bin doch nicht in Wechseljahren. Tick. Doc. Was? Deine biologische Uhr tickt definitiv. Du. Warte, ich komm gleich drauf. Ja, ganz sicher. Du bist eine ganz doofe Kaku. Wow. Das war hart. Das war richtig. Das ist richtig hart. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ja, warum denn Icke? Warum hast denn du dich nicht gemeldet? Ich meine, gut, das war natürlich damals auch alles ein bisschen abrupt. Was? Landei? Ja. Lesbe. Gut. Und sonst so bei dir? Grausame Männergeschichten? Wie kommst du denn darauf? Naja, da war immer so ein Pimmelalarm, weißt du? Oh, voll schlagfertig. Hat sie ja richtig was bei dir getan. Das hab ich dir doch gleich gesagt, einen Handelskrieg kann man nicht gewinnen. Ach, wo wir gerade so schön dabei sind, wir haben doch noch den Mungo im Kofferraum, den holen wir mal raus. Da weiß ich selber, dass der noch lebt. Ist doch kein Grund, ihn nicht in die Säure zu stecken. Gut, Scheiße. War das einer von euch beiden? Verschaff mir Zeit. Zeit? Wie denn? Hallo, na? Ja, was machen Sie denn hier in meinem Schrank? Ja, wissen Sie, die Frage, die kann man ganz schwer mit Ja oder Nein beantworten. War ja auch eine Interrogativfrage. Oh. Waren Sie mal Deutschlehrer? Nee, Deutschlehrer nicht, aber für Staatsbürgerkunde und Wehrerziehung wird er seit 89 gar nicht mehr verlangt. Tja, Kapitalismus heißt ein Leben lang dazulernen. Ja, das stimmt, da kann man glatt zum Globalisierungsgegner werden, nicht? Wo Sie gerade die Globalisierung erwähnen, da fühle ich für mich den Zeitpunkt gekommen, Ihnen zu gestehen, dass ich seit dem Fall der Mauer ein Problem habe mit der Impulskontrolle. Ich werde bekloppt, wenn man mich verarscht! Das kann ich verstehen. Außerdem neige ich zur Gewalttätigkeit. Oh. Das ist nicht so schön und geht aufs Herz. Komm, schnell! Los, ja. Alter Tunnel! Ja, komm, beide! Wo zum Teufel ist der östliche Westharz? Ich weiß noch nicht mal, wo der westliche Ostharz ist. Na, ich schätze, westlich vom östlichen Ostharz. Ist ja auch scheißegal. Ey, das ist am Arsch der Welt. Ich fahr jetzt zur Lolle. Ja, ich fahr mit. Ist das deine Karre? Ja, ist ein Firmenwagen. Geladen. Ich fahr jetzt umweltbewusst. Oh, toll. So ein Problem damit? Ich nicht. Ich finde Umweltbewusstsein super. Ich frag mich nur, ob wir mit der Kiste den Arsch der Welt auch erreichen. Ich kotze. Angeklagte, setzen. Okay, ich gebe zu, den schönsten Tag des Lebens hatte ich mir schöner vorgestellt. Aber man soll auch nicht alles glauben, was in den Hochzeitsmagazinen steht. Fertig. Ja, schauen wir mal, was Ihnen so vorgeworfen wird, Frau Holzmann. Ja. Schildern Sie mal Ihre Version der Ereignisse. In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden. Sie reagieren in Extremsituationen extrem. Also ist alles, was in einer Extremsituation passiert, als nicht geschehen zu werten. Denn es ist extrem und wäre nicht geschehen, wenn es die Extremsituation so nicht gegeben hätte. Und um
welche Extremsituationen hat es sich gehandelt? Meine Hochzeit. In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden. Sie reagieren in Extremsituationen extrem. Frau Holzmann, ich verurteile Sie. Ich soll mich hier melden wegen der Sozialstunden. Wie viel? 40. Ich habe noch 31.433. Sozialstunden? Bis zur Rente. Wie alt sind Sie denn? 37. Du stehst wieder zwischen zwei Männern? Kann doch jedem mal passieren. Nein. Kann es nicht. Hallo. Mann, nicht so laut, Mensch. Wir gehören zusammen. Das ist mir endgültig klar geworden, nachdem wir letzten Monat miteinander geschlafen haben. Sag mir bitte, dass hier irgendwo eine versteckte Kamera hängt. Das würde ich sogar. Weißt du, das ist ganz okay für eine Alte mit Stressbalken. Danke. Du auch. Für eine Junge mit Pickelhintern. Wissen Sie, was mir das ist? Völlig egal. Genau. Ja, was machen Sie denn hier in meinem Schrank? Kann man ganz schwer mit Ja oder Nein beantworten. Wissen Sie, was ich mich ganz oft frage? Nein. Wie viel Finger muss man in diesen Ventilator stecken für die Berufsunfähigkeit? Nicht mehr. Oh. Girl, I like you. Wir brauchen unsere Klamotten und ein Handy. Wir leben in unserer Gemeinschaft ohne Mobiltelefon. Ach, das nennt ihr Leben?